Moin Leute, wir haben eine neue Runde Call of Duty Modern Warfare und heute mit einer der besten Waffen für einen Multiplayer. Natürlich wieder mein Waffenguide, könnt ihr nachbauen wie immer. Und nebenbei haben wir nochmal Informationen über das nächste Call of Duty bekommen. Ja, der nächste Titel Call of Duty Vietnam oder Cold War wird auch wirklich bald kommen. Wir bekommen dafür auch bald einen Trailer und ein paar Informationen drüber. Und ein paar Trailer für Warzone wurden jetzt auch schon gefunden. Hier unter anderem mit Lüge, die reinkommen werden, wo man irgendwie Streaks bekommen kann oder Helikopter. Mit dabei wäre nochmal Stadium, da wurde anscheinend hier das Stadium geöffnet mit neuen Gebieten, neuen Orten, die man entdecken kann. Aber auch eine Atombombe wurde anscheinend hier gefunden. Die könnt ihr dann auch aktivieren und damit die Runde beenden. Wäre auch eine gute Möglichkeit. Und ja, wir haben noch kleinere Informationen wegen der neuen Saison. Die wird natürlich hier bald durchstarten mit neuen Waffen, neuen Karten, neuer Operator, neue Shop-Inhalte. Aber ja, auch Waffen betrachten oder halt kleinere Änderungen werden noch mit reinkommen. Auch Leute, die hier cheaten mit Aimbot, Wallhack oder mit Glitches oder mit anderen Umwegen, damit man hier Vorteile im Spiel hat, werden auch dann bald gebannt. Anti-Recoil-Mod wäre noch ein Thema, aber ich denke mal, die Entwickler arbeiten schon dran und werden da noch eine Kleinigkeit hier rein updaten. Und ja, weitere Informationen darüber gleich hier im Video. Gerne dranbleiben, wenn ihr Bock habt und baut gerne meinen Waffenguide nach. Echt eine unnormal starke Waffe, die ich euch weiterempfehlen kann. Im heutigen Waffenguide natürlich hier die Uzi gespielt. Meine Lieblingswaffe hier für den Multiplayer. Mit dem Monolith-Schalldämpfer habt ihr nochmal Geräuschdämpfung und effektive Reichweite erhöht. Mit Karabiner Pro noch mehr Reichweite, noch mehr Kontrolle beim Feuern und Kugelschnelligkeit. Damit ihr dann noch leichter treffen könnt, Schützen voller Griff, bietet nochmal mehr Trefferkontrolle bei Dauerfeuer, aber hat weniger Nachteile wie die anderen Griffe. Dann hier noch die stärkeren Patronen 41 AE. Damit droppt ihr die Gegner mit 3 Kugeln, ihr habt erhöhten Schaden und erhöhte Reichweite. Dafür Muni-Probleme und dafür hatte ich dann hier noch eine Perk mit dabei, voll geladen. Wenn ihr spawnt, damit mehr Kugeln und habt auch mehr mit dabei. Ihr könnt aber auch mit Scope verwenden oder wenn ihr wollt, hier 5 MW Lesmarkierer für mehr Hüftfeuergenauigkeit und Sprintout Time. Echt eine gute Waffe mit guter Mobilität, Reichweite und allem drum und dran. Handfeuerwaffe, Zusammenflecken, Hardliner, Kunstschafter, C4 und Blendgranaten wären auch noch mit dabei. Wenn ihr alle Bauteile freigeschalten habt, habt ihr echt die perfekte Waffe hier. Mit einer guten Mannstoppwirkung, Reichweite, Feuerrate, Mobilität, ATS Time, Handhabung und allgemein, wie ihr die Waffe auch handhaben könnt, die perfekte Wahl für jede Karte. Egal ob eine kleine Minikarte, eine größere Karte oder Bodenkrieg, gerne mal probieren, nachbauen. Aber bevor einer von euch in den Kommentaren meint, die Waffe wäre schlecht, dann habt ihr den nicht richtig nachgebaut. Ohne langen Lauf oder ohne starke Patronen wäre die Waffe schon ein bisschen schlechter. Und die beiden könnt ihr freischalten über kleinere Aufträge. Nachdem ihr die Waffe auf Gold habt, könnt ihr hier mit 50 Kugeln, Magazin, Leute aus der Hüfte killen, damit ihr die starken Patronen bekommt. Wenn ihr damit spielt und ihr dann Longshots macht mit den richtigen Schaft und Attachments, bekommt ihr dann nochmal oben drauf den längeren Lauf. Der Karabiner Bro und die starken Patronen in Kombination, echt eine unbesiegbare Kombi. Mit dem Waffenguide hatte ich schon richtig epische Runden mit dabei, einige Nukes noch richtig geile Runden. Gerne nachbauen, weil ich denke mal die Uzi, ja die Waffe wird einfach unterschätzt, weil viele Leute spielen die nicht. Wäre aber stärker wie eine Graue, wie eine MP5 oder M4. Der kleine Nachteil bleibt die Muni, den ihr müsst öftere Male nachladen und habt nicht viel Muni dabei, aber ich denke mal sonst wäre die Waffe auch total überpowered. Und ja, gerne eure Meinung drüber mal teilen in den Kommentaren. Wir haben auch gute Neuigkeiten bekommen wegen Call of Duty. Einige Karten, einige Orte und auch neue Gebiete wurden schon geleakt, die bald reinkommen könnten. Nicht nur für den Multiplayer, auch für Warzone. Und auch ein Operator, den ihr alle schon kennen werdet. Hier Soap wird wahrscheinlich mit reinkommen für hier Team Collisions. Beim Treuebund wurden auch schon neue Operator hier geleakt und gefunden in den Datenpaketen. Aber die könnt ihr dann wieder nur kaufen mit Geld. Und ja, finde ich echt ein bisschen frech, weil viele Waffentarnungen, Objekte und Inhalte kann man leider nur mit Geld bekommen. Und ein paar Leute cheaten, die sich momentan ab, die könnten auch gebannt werden. Naja, wir haben auch noch Informationen bekommen über bestimmte Waffen, die reinkommen könnten und auch über Karten. Unter anderem hier die ja, SS Liv, Intervention und ein paar Sturmgewehre von der M3. Aber auch hier die Karte Infected, Invasion und hier High Rise wurden gefunden. Ob die wirklich hier reinkommen werden oder ob es nur ein Leak war oder wie auch immer, weiß man leider noch nicht. Aber alle Informationen darüber findet ihr nochmal unten in der Beschreibung, da haue ich nochmal Link rein mit allen Informationen und Quellen. Und ja, wegen Call of Duty, der neue Trailer wird bald kommen für das nächste Call of Duty, Vietnam oder Cold War oder wie auch immer. Und darauf bin ich total gespannt. Aber wir haben leider noch immer keine Informationen darüber bekommen, wie das Spiel genau aufgebaut wird, welche Waffen da reinkommen werden und welches Setting. Aber man geht davon aus, es wird wirklich Vietnam werden. Da wurden schon einige Daten gefunden und hier geleakt. Auch einige Karten wurden gefunden, Waffenpakete und, und. Da habe ich nochmal einen Link für euch unten mit allen Informationen darüber. Aber ja, wir warten noch immer auf offizielle, richtige, ja, Leaks von den Machern von Call of Duty. Und wir warten noch ein paar Tage drauf. Aber bis dahin, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich bin wieder ein paar Male live. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch neu vorbeischaut, gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Call of Duty Content.
Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne reinschreiben. Aber dann haut rein, goodbye.